Moin zusammen, hallo, hoffe euch geht es gut. Warm ist es, kommen wir nicht drum rum, das wird auch noch ein paar Monate so weitergehen. Freut euch über den Sommer, genießt ihn und kocht einfach einfache, leckere Gerichte. Ich helfe euch dabei, okay? Wieder ein Wunsch von euch, blaue Zipfel. Die meisten Leute von euch werden sich denken, was soll denn das überhaupt sein, blaue Zipfel? Habe ich ja noch nie gehört. Leute, blaue Zipfel ist quasi ein Nationalgericht aus dem Süden Deutschlands. Ich sage jetzt mal Schwerpunkt Franken. Wenn es überhaupt jemand erfunden hat, dann natürlich die Unterfranken, logischerweise. Gibt es natürlich auch in Baden-Württemberg. Und blaue Zipfel ist einfach so ein Underdog-Gericht, was echt Spaß macht. Damit die Bratwurst halt einfach im Blausud gekocht. Blausud bedeutet nichts anderes wie ein Essigsud. Und den halt lecker abgeschmeckt. So, wir legen los und ich kann jetzt natürlich nicht einfach nur Bratwürstchen in den Fond schmeißen, das ist der Krampf. Deswegen habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen und einfach mal ein neues Gericht draus entwickelt. Lasst euch überraschen. Als erstes machen wir unseren Sud. Da braucht ihr natürlich jede Menge Zeug für diesen Sud. Und zwar Piment. Piment macht er 2-3 Stück, nicht mehr. Fenchelsamen 4-5, nicht mehr. Anis, auch 10 Stück vielleicht. Dann braucht ihr Gewürznelken, da macht er 2. Ja, das sind ja lauter solche Wuchtbrummen, wenn man so einen Sud kocht. Da müsst ihr ein bisschen wirklich zurückhalten. Lorbeerblättchen, 2 Stück, 3 Stück. Wenn ihr den Berglorbeer habt, na, haben wir es ja neulich mal davon gehabt, wenn ihr den habt, dann langt ein halbes Blatt. Das ist so intensiv. Ja. Wacholderbeeren, macht er 3 Stück, andrücken, komm, eins haben wir noch, nein, 4. So, dann haben wir die Gewürze schon mal drin. Platz machen. Okay, dann, wenn ihr euch mal was Tolles gönnen wollt, es kostet wirklich viel, viel Geld, aber das macht einfach Spaß, dieser fermentierte Pfeffer. Gibt eine geile Schärfe. Den mache ich jetzt hier noch mit rein. Ja. Könnt ihr auch weglassen, ist nicht wichtig, aber es macht dann einfach Spaß. Dann müsst ihr die Säure abstimmen. So, wir nehmen den weißen Balsamico von Pistole. Ihr nehmt irgendeinen hellen Essig oder, wenn ihr natürlich habt, den von Pistole. Wir machen ein bisschen Kümmel rein aus der Mühle. Machen jetzt unser Wasser rein. So, und das Ganze schmecken wir jetzt auf den Punkt ab. Das heißt, wir haben jetzt alles Mögliche an Gewürzen drin. Wir brauchen jetzt Zucker. Das ist so ein süß-saurer Sud. Ne? Jetzt machen wir 2 Löffelchen von dem Zucker rein. Wir machen mal 1 Löffelchen von dem Salz rein. Und lassen das Ganze schon mal aufkochen. Okay, drauf auf die Herdplatte und lassen das Ganze mal schön langsam ziehen. Jetzt nicht gleich wieder auf Power, sondern lassen es einfach langsam ziehen. So, jetzt schaut hier. Ich habe jetzt hier ein wunderschönes Schweinehack. So fett, wie es nur irgendwie geht. Am allerbesten macht ihr Schweinehals und Schweinebauch gemischt. Ja, das ist das Optimum. Wer es magerer haben möchte, nimmt natürlich nur den Schweinehals. Wer es ganz mager haben möchte, der nimmt halt irgendein schönes Stück aus der Schulter. Dann schmecken wir das jetzt mal ab. Das ist ein großes Geheimnis, ne? Eine Ehre, euch da dabei zu haben. Was kommt in eine fränkische Bratwurst alles rein? So, da kommt rein. Etwas Salz. Na, ein bisschen mehr. Da kommt rein eine Prise Zucker. Quasi aktiviert. Ja. Dann kommt da rein gut grober Pfeffer. Dann drücken wir das Ganze schon mal ein bisschen durch. Die Leute wünschen sich eh, dass du fränkisch redest. Kannst du auch fränkisch erklären jetzt. Das soll ich auch fränkisch erklären, dann versteht mich die Hälfte nicht. Ein bisschen. Ich glaube, das wird nichts. So, jetzt haben wir das schon mal aktiviert, das Fleisch. Ne? Jetzt können wir das wieder lose machen. Und dann haben wir hier, das ist halt echt die Geilheit pur. Ne? Wir haben hier
einen Majoran. Und wir haben in irgendeiner Sendung mal drüber gesprochen, der Majoran gefriergetrocknet und der Majoran einfach geriffelt. Ihr geht jetzt her, nehmt den in die Hand und reibt den so da rein. Und da kommt dann das Aroma erstmal richtig raus. Ne? Das hatten wir im Livestream letzten. Da ging's im Livestream? Also um die gefriergetrockneten Gewürze. Oh! Ja, ist geil. Geil, ne? So, dann haut ihr da rein ein Ei. Da reicht eigentlich fast ein halbes. Ihr lasst den einmal aufkochen. Dann geben wir mal einen Löffel drüber. Dann probieren wir den Sud. Und Leute, wichtig ist, wenn ihr probiert, nicht dabei einatmen. Der Essig, dann haut es euch nämlich die Vögel raus. Ne? Fast Punktlandung, möchte ich behaupten. Das ist Punktlandung. Das passt. So. Dann haben wir jetzt natürlich die Blättchen und das Zeug drin. Wenn euch das stören sollte, ja, dann passiert ihr das Ganze und macht dann weiter. Mich stört das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ich finde das super. Schaut mal her, ich nehme jetzt einfach so eine Fingermöhre, die haben wir vorher schön gewaschen. Schneiden die auseinander. Dann die hier, schneiden wir meinetwegen in so ganz grobe, so grobschlächtige Rauten. Rein damit. Man könnte jetzt auch noch Staudensellerie mit rein tun, man könnte alles Mögliche damit reinmachen. Ne? Ihr macht euch einfach eure Gemüsemischung, die ihr da drin haben möchtet. Schön Zwiebelchen rein. Und meinetwegen von den schönen roten Zwiebeln, dass man dann auch ein paar so Kanten mit reinmacht. Okay? So, das Ganze setzen wir jetzt wieder auf und lassen es schön langsam vor sich hin dümpeln. Ja, geht ruhig so auf 8, dass es leicht köchelt. Okay, wir machen weiter. Wir haben das Ei drin, jetzt machen wir ein bisschen Senf rein. Pfeffer habe ich schon dran, Leon? Ja. Ja. So, jetzt wird das Ganze gut vermengt. Dann gibt es in verschiedensten Regionen jetzt noch, kommt da noch der Schoppen rein dazu. Ja. Sprich, ihr macht einfach noch einen Schuss Wein damit rein. Und dann sind eure fränkischen Bratwurst fertig. Halt, eine Sache fehlt noch. Haben wir noch eine Zitrone irgendwo rumfahren? Ja. Diese Zitronenabrieb muss da noch rein. So, wie gesagt, normalerweise noch ein Schuss Wein. So mache ich, wenn ich Hausschlachtung mache bei meinen Eltern oder bei meinen Geschwistern, mache ich so die Hausschlachtung. Ja? Das kommt in meine Bratwürste rein und dann original werden die in den Bendeldarm gefüllt. Ja, das ist so ein spezieller Darm, nochmal eine Schutzwand um den normalen Dünndarm rum. Also auch eine super geile Geschichte. So. Ebola. So, und jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Also für mich auch Premiere, Leute. Wir schneiden jetzt einfach mal diesen Harzer Roller. Also diesen Handkäse, ganz, ganz mager, gereift. Ein bisschen Kümmel mit drauf. Und den machen wir jetzt da einfach mal mit rein und machen den da drunter. Ja? Und bin ich extrem gespannt, wie das herauskommt. Wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen, weil ich habe es auch noch nicht gemacht. So, und wir füllen das Ganze jetzt natürlich auch nicht in den Darm, sondern wir gehen her, machen das Ganze einfach wie so eine Bulette, formen wir das und garen das nachher in unserem Sud.
Okay. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen. So eine Minute, eineinhalb noch stehen. In der Zwischenzeit machen wir mal unsere Salzbutter. Na, ihr nehmt einfach eine richtig schöne Sauerrahmbutter. Dann schöne Salzflocken, Fleur de Sel, irgendwie sowas. Ja. Auch da können wir jetzt wieder alles Mögliche an Gewürzen mit reinmachen. Ich mache noch ein bisschen Pfeffer mit rein, so grob wie möglich. So, und dann würde ich sagen, geht ihr einfach her. Schichtet es so ein bisschen, einfach umklatschen und wieder durchkneten. Ja. Das wird jetzt unsere Butter. Et voilà. Die stellen wir nochmal zur Seite. Dann schneiden wir unseren Schnittlauch und unsere Zwiebel. Dann gib mir mal einen kleinen Teller hoch. Schon sehr stark, ja. Wir gehen ein bisschen runter, einfach, dass es nur siedet. Stell mal hin. Zu mir her. So. So, Schnittlauch natürlich auch aus dem eigenen Garten. Das macht einfach Spaß. Also Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr wirklich nur einen Balkon habt, es lohnt sich auf jeden Fall immer ein paar frische Kräuter anzupflanzen. Ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ein Freund von mir, der Wolfgang Müller, der hat sogar im dritten Stock auf dem Balkon, wo wirklich nur 50 cm tief war, hat er Kartoffeln angebaut. Und es sind wirklich super geworden, wirklich richtig, richtig toll sind die geworden. Also sobald man ein bisschen eine Freifläche hat, kann man wirklich auch auf Balkonen dieser Welt kann man sowas machen. So, Schnittlauch drauf. Dann schneiden wir diese roten, milden Zwiebeln noch. Du darfst bald wieder nach Italien fahren, ne? Ja, ich lasse dich nicht zwingen dazu. Mach ich gerne. Das machst du gerne, ne? Da. Gehe ich mal mit Georg, ob das Haus wieder frei ist und dann runter. So, jetzt mischt er das Ganze einfach den Schnittlauch mit diesen Zwiebeln mischen. Und das ist nachher unsere Tauchbasis quasi für unser Brot. So, aber einfach Schnittlauchbrot ist uns natürlich wieder zu langweilig. Wir gehen jetzt her, aber einen schönen Ranken runtergeschnitten. Ne? Wir gehen jetzt wieder her. Und rösten unser Brot an. Einfach Knoblauchzehe nehmen, durchschneiden. Röste das an und zwar braten wir nur eine einzige Seite an. Ja, gehen wir nachher gleich noch mal drüber. Gut, so, jetzt schaut her. Jetzt nehmen wir unseren Sud. Ich meine, das schaut doch toll aus. Kommst du da rein? Ja. Dann macht ihr eure Hände schön nass, ja, richtig nass. Und dann formt ihr einfach so kleine Pflanzerl, packt ihn in euren Sud rein, drückt ihn ein bisschen an. Schaut ein bisschen, dass ihr das Gemüse nicht drunter begrabt, sondern so zur Seite macht ein bisschen. Oh, Leute, Premiere, ich liebe Premieren. Ja. So, und jetzt tun wir das einfach wieder auf die Herdplatte drauf. Lass es circa 3-4 Minuten von einer Seite ganz leicht sieden. Das heißt auch wieder mittlere Stufe, ich sage es mal, geht auf die 7-8. Ja, lass es angaren, dann drehen wir das Ganze um.
Das mit dem Brot funktioniert übrigens ganz gut, wenn man die Herdplatte anmacht. Das ist ein chinesischer Tipp wieder. Ha? Wieder die chinesische Weisheit, ja, oder? Du lernst schnell, Leon. Du lernst sehr, sehr schnell. Okay. Dann würde ich sagen, Leon, eine tiefe Schale. Oder? Nee, mach, nee. Ja. Flach. Flach, tief, klein. So, den heben wir schon mal auf. Rüber, dass man das mal sieht, es fängt jetzt langsam das Köttel an. Man könnte jetzt natürlich auch einen Deckel drauf machen. Ja, und lassen wir das schön anköcheln. Deckel haben wir dafür nicht, ne? Weil dann bräuchte man das nämlich nicht mal wenden. Nee, wir lassen es einfach mal. Obwohl? Ah ne, der ist in der Garage. In der Größe haben wir keinen, glaube ich. Doch schon, aber in der Garage. Für den Suppentopf. So, wie gesagt, wir machen jetzt eine Seite, braten wir schön knusprig goldgelb an. Ohne Öl, also das Öl sparen wir uns auf jeden Fall, weil ich glaube die Butter, die drauf kommt, das reicht dann. Ja, gerade wunderbar. Drehen wir das schon mal um. Also Leute, natürlich könnt ihr die Pflanze auch braten, ne? Aber wie gesagt, es geht jetzt um blaue Zipfel. Ja, und diese Säure, Leute, das macht einfach unwahrscheinlich Spaß. Es ist halt einfach mal ein ganz, ganz anderer Geschmack. Ja, ein bisschen noch, die Kante wird schon schön braun. Sagen wir noch 1,5 Minuten. Da Leute könnt ihr natürlich auch, ich habe jetzt hier ein Vollkornbrot genommen, so ein Mischbrot, Dinkelrocken, ihr könnt natürlich auch so Traubrot nehmen. Na? Ich würde auf jeden Fall so ein richtig schönes Naturbrot nehmen, also Baguette oder sowas oder ein Ciabatta passt da nicht dazu. Ne? Man braucht da schon ein Rankenbrot, das muss schon Spaß machen. Ja? Das ist schon wichtig. So, schau dann, jetzt ist schön knusprig die ganze Geschichte. Machen wir zur Seite. So, verwerfen, das lassen wir weiter. Ja, ist weg. Gut. Und jetzt die knusprige Seite nach außen. Da könnt ihr jetzt einfach mit dem Knoblauch nochmal drüber gehen. Ja, dass da richtig Dampf drauf kommt. Dann machen wir mal unsere Palette schnell sauber. Weil die ist nämlich perfekt zum Brotschmieren. Nehmen wir eure Salzbutter. Eure Salzpfefferbutter. Mir die da drauf. Ja? Und nicht sparen, Leute, ne? Sondern echt was drauf machen. Ja? Weil es muss überall, muss dann richtig schön Schnittlauch drauf sein. Ja? So muss das Ganze dann ausschauen. Okay? So Leute, die Fleischpflanzen haben es auch. Jetzt geht er her. Und die Palette.
Dann setzen wir es auf Pflanzer. In die Schale rein. Geben wir mal einen frischen Löffel, bitte. Dann macht ihr euer Wurzelgemüse da drüber. Einfach drüber schmeißen, die Pfefferkörner drüber, Lorbeer. Ich mache das gern alles mit rein. Dann gießt ihr einfach diesen Sud an und der Sud wird dann einfach mit rausgelöffelt. Okay? Einfach Löffelhollerei, Delieu. Und raus damit. Dann nehmt ihr euer Schnittlauchbrot, das schneidet ihr am besten noch einmal durch. Dann macht ihr das so an die Kante hin. So, und dann habt ihr blaue Zipfel mal ganz anders. Und ich glaube, dass das nicht nur den Franken Spaß machen kann, ja, besonders den Unterfranken, sondern es macht euch allen Spaß. Es ist richtig erfrischend, richtig lecker, sommerlich und leicht. Viel Spaß mit dem blauen Zipfel mal anders.